Yannick, 1:1 ist es ausgegangen. Ihr wolltet euch ja bei diesem Spiel nachträglich zum Runden- oder Hinrundenmeister krönen lassen. Hat heute nicht geklappt. Kann man trotzdem zufrieden sein? Es sah zum Schluss so aus, als wärt ihr mit dem Unentschieden zufrieden. Ja, ich glaube, nach dem Spiel, da kann man echt zufrieden sein. Wenn man die erste Halbzeit sieht, dann war das schon jetzt so gerechtfertigt für beide Seiten. Also ich glaube, das passt so. Ihr seid ja in Rückstand geraten. Du hast dann ausgleichen können. Wie war das? Wie hast du es gemacht? Ja, der Jens Umstadt bringt eine gute Flanke rein. Der Nico Sehne verlängert ihn in der Mitte noch. Und ja, ich habe dann einfach das Glück gehabt, dass er reingeht. Was hat sich jetzt bei euch in der Winterpause getan? Hat sich was geändert? Oder was hat sich am meisten verändert? Wir hatten zwei Abgänge zur Winterpause jetzt, aber auch zwei Neuzugänge bekommen. Den Yavuz Onok vom FC Huttenheim und den Petro Chirodea von FV Speyer. Und ich glaube, jetzt auf die Breite sind wir jetzt wieder gut aufgestellt. Also bin ich guter Dinge für die Rückrunde. Die Stimmung ist gut. Was habt ihr euch vorgenommen? Ja, ich glaube, für die Rückrunde ist noch einiges drin. Da ist mit uns zu rechnen, wenn wir jetzt nach der zweiwöchigen Pause jetzt weiter wieder gut in den Tritt kommen und einige Punkte holen, dann kann auf jeden Fall mit uns zu rechnen sein da oben. Für euch geht es ja jetzt noch ein bisschen weiter mit der Vorbereitung. Das nächste Spiel ist ein Freundschaftsspiel. Was wollt ihr in der Vorbereitung noch irgendwie erreichen? Ja, ich glaube, die Sachen, die wir jetzt schon angefangen haben, jetzt wieder zu trainieren, die müssen wir jetzt einfach noch festigen in den nächsten Wochen. Und dann bin ich optimistisch, dass das klappt in zwei Wochen. Yannick, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Ebenso. Ciao, mach's gut.